Südzucker, auch sehr stark gefragt heute. 8% hier aktuell der Gewinn. Und wenn wir hier mal kurz auf den Jahreschart schauen und mal in die Kerzen reingehen, ja, dann sehen wir sind gerade dabei, über das 52-Wochen-Hoch auszubrechen. Und das Ganze wirklich sehr dynamisch. Na, wir sehen es ja, wir haben hier eine sehr dynamische Bewegung. Häufig, ja, stark rauf, stark wieder runter. Jetzt sind wir hier wieder sehr dynamisch nach oben gekommen. Wir müssen wissen, ja, Südzucker eben abhängig vom Zuckerpreis. Der Zuckerpreis ist extrem stark angestiegen in der letzten Zeit. Es werden schlechtere Ernten erwartet, also schlechtere Erträge. Gute Nachfrage, ja, und das schiebt hier im Moment den Zuckerpreis sehr dynamisch nach oben. Mit dem starken Zuckerpreis zieht jetzt auch die Aktie hier wieder an. Nur, da sind jetzt eben auch noch wirklich fundamentale Dinge, die hier dahinter stehen. Südzucker hat alleine im letzten Jahr schon viermal die Prognose angehoben für 2022. Jetzt sind die endgültigen Ergebnisse gekommen und man hat sogar die letzte Prognoseerhöhung, über die hatten wir hier auch berichtet, die kam Mitte Februar. Selbst diese letzte Prognoseerhöhung hat man jetzt nochmal übertroffen. Ja, und zwar insbesondere im Bereich operatives Konzernergebnis, also das EBIT, was hier eingefahren worden ist. Da ist im Jahr 2022 jetzt ein EBIT von 704 Millionen entstanden. Und da war Stand nach der letzten, also der vierten Prognoseerhöhung für 2022, lag die Erwartungshaltung von Südzucker selber so im Bereich zwischen 640 und 680 Millionen. Also mit 704 ist man jetzt nochmal deutlich über das Ziel hinausgeschossen und dementsprechend ist die Aktie hier auch wirklich zu Recht heute der Top-Performer oder einer der Top-Performer im SDAX. EBITDA hat 54% zugelegt auf Jahresbasis auf erstmals über 1 Milliarde Euro. 1,07 Milliarden sind hier angefallen. Das waren im letzten Jahr noch 690 Millionen und lag eben auch über der Prognose jetzt von 1 bis 1,04 Milliarden. Also selbst im EBITDA lagen wir hier auch noch mal knapp über den Prognosewerten. Der Umsatz ist ungefähr jetzt gekommen wie erwartet, 9,5 Milliarden. Auch ein ordentliches Wachstum von 7,6 im Vorjahr. Nur wir müssen halt immer davon ausgehen, diese Rohstoffpreise, insbesondere auch der Zuckerpreis, ist sehr, sehr volatil und das kann sich im Laufe des Jahres auch alles ganz schnell wieder ändern. Also wer in Südzucker investiert, ja, der muss mit hohen Schwankungen zurechtkommen. Auf Dreijahresbasis sehen wir hier die letzten Hochs bei 17,76. Die hatten wir, glaube ich, heute innerhalb des Tages auch schon mal angegriffen. Und jetzt wird das spannend, ob wir hier drüber laufen. Ja, wenn wir da drüber laufen, dann machen sich natürlich riesige neue Kursziele auf. Ja, wenn wir uns die anschauen, das ist schon fast ein bisschen vermessen. Ja, aber da haben wir hier in der großen Korrektur sind wir so von 18 runter auf 10 gelaufen. Wenn wir diese 8 jetzt hier oben drauf rechnen, dann kommen wir an im Bereich um 26 Euro Kursziel. Ja, das ist schon fast ein bisschen dynamisch. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wie lange wir hier in dieser großen Seitwärtsrange gelaufen sind, zwischen 10 und 18 Euro. Ja, das ist hier wirklich seit 2018 läuft die Aktie hier seitwärts in dieser Range. Wir sind jetzt am oberen Ende der Range. Das macht das Ganze wirklich schwierig, hier jetzt einzusteigen. Der Ausblick ist super. Ja, man hat schon wieder jetzt einen Ausblick angehoben und zwar den für 2023. Man geht jetzt hier von einem EBITDA aus von 1,1 bis 1,3 Milliarden. Das war bis heute lag der Wert noch bei 1 bis 1,2. Man hat das Ganze also ungefähr noch mal so knapp 10% nach oben angehoben, das erwartete EBITDA für 2023. Das EBIT, also das operative Ergebnis, das soll jetzt in der Range kommen, 725 bis 875 Millionen. Also selbst im unteren Bereich nochmal deutlich über dem, was in 2022 erreicht worden ist. Also man geht hier wirklich davon aus, dass die Geschäfte richtig weiter brummen. Ja, und dementsprechend zahlt man hier jetzt auch eine schöne Dividende. 70 Cent gibt es pro Aktie. Und wenn wir da jetzt hier nochmal kurz rechnen, so wie wir das schon mal gemacht haben, dann gucken wir jetzt mal kurz auf die Dividendenrendite. 70 Cent. Auf einen Aktienkurs von 17,40 Euro aktuell, da stehen wir bei 4% Dividende, also da kann man auch nicht meckern. Ja, am Hoch der 5-Jahres-Range gibt es hier trotzdem noch 4% Dividende, also
Das ist super. Und aufgrund dieser stark gestiegenen Gewinne ist das Kursgewinnverhältnis auch deutlich zurückgekommen. Das liegt jetzt bei 7,9. Ja, wenn wir uns mal den Durchschnitt hier anschauen, ja, über die letzten Jahre, na, dann sehen wir, wir waren hier zu viel, viel, viel höheren Kursgewinnverhältnissen bewertet in der Aktie von Südzucker. Und das sind eben diese starken Gewinne, die das Ganze jetzt hier kräftig runtergedrückt haben. Und das würde bedeuten, wir haben, wenn wir uns das hier jetzt nochmal langfristig anschauen, ja, wir haben zum einen durch die weiter steigenden Gewinne die Möglichkeit auf steigende Kurse und wir haben durch mögliche Bewertungssteigerungen, ja, dass wir wieder auf ein 10er Kurs Gewinnverhältnis oder so kommen, hätten wir auch nochmal locker 20% Platz in der Aktie nach oben. Also fundamental sieht es wirklich gut aus. Ja. Einzige Schwachpunkt der Aktie ist eben wirklich die starke Abhängigkeit vom Zuckerpreis. Und der ist sehr dynamisch angestiegen. Der kann auch sehr deutlich wieder zurückkommen. Vielleicht gucken wir mal kurz auf den saisonalen Verlauf im Zucker. Ja, hier sehen wir nämlich auch nochmal den Zuckerpreisverlauf für dieses Jahr. Und da sehen wir eben, wie brutal der hier auch zuletzt angestiegen ist. Ja. Und das ist sicherlich der Grund, weshalb hier auch mit weiter so guten Ergebnissen fürs laufende Jahr gerechnet wird. So, jetzt müssen wir nur mal kurz schauen, weil das, was uns die Saisonalitäten vom aktuellen Zeitpunkt hier von Mitte April erstmal na so bis Mitte Mai, Ende Mai hier vorgeben, ist ein eher schwacher Zuckerpreis. Ja, also da müssen wir ein bisschen gucken. Das könnte sich also auch noch mal ein bisschen nach unten wieder verschieben, die ganze Geschichte.